Wenn ich mir Qualitätssicherung in einer idealen Welt vorstelle, dann ist es etwas, was einen Anwender darin unterstützt, gute Qualität zu liefern. Also zum Beispiel Qualitätssicherung kann Qualitätsmanagement begleichen und hilft dem Anwender dann dabei, dass er Qualität erfasst mit sinnvollen, tatsächlich auch messbaren Parametern. Und das Ganze natürlich mit der Zielsetzung, dass man dann am Ergebnis irgendwann nochmal eine Verbesserung erreichen kann. Als Arzt bedeutet es, dass ich bessere Qualität an meinen Patienten ranbringe. Das ist mein Verständnis in einer idealen Welt von Qualitätssicherung. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist denn für Sie, lieber Herr Galle, Qualitätssicherung in der realen Welt in den, sagen wir mal, letzten 2-3 Jahren, dann würde ich sagen, ein Desaster und überbordende Bürokratie, ohne dass was Gutes bei rauskommt. Überbordende Bürokratie ist immer dann der Fall, wenn man viele Dinge tut, ohne dass was Gutes hinten bei rauskommt. Und bei der Qualitätssicherung, über die wir heute ja im Spezifischen reden, nämlich die Qualitätssicherung in Ersatztherapie, haben wir genau dieses Problem. Wir betreiben seit längerer Zeit da einen sehr, sehr großen Aufwand und ich sehe immer noch nicht wirklich Licht am Ende des Tunnels. Was ich jetzt für meine Einrichtung sage, das gilt für die allermeisten Dialysen. Wir sind eigentlich alle DIN ISO zertifiziert. Das heißt, wir betreiben Qualitätsmanagement. Und für mich ist QS und QM etwas, was sehr, sehr nah beieinander liegt. QM bedeutet, dass man seine Prozesse aufschreibt und definiert, damit man auch anderen, die neu reinkommen, an die Hand geben kann und sagt, so, Schandpunktion machen wir so und so. Katheterversorgung läuft so und so. Das ist die Beschreibung. Und QS sollte darauf abzielen, die Dinge, die man beschreibt, auch irgendwie messbar zu machen, damit man auch sieht, ob man mit seinen QM-Maßnahmen über die Zeit irgendwann auch mal einen Fortschritt hat. Und innerhalb des QM-Systems der meisten Anwender und der QS, die gefordert wird, haben die meisten Anwender über die verpflichteten Parameter hinaus erweiterte Benchmark-Parameter erhoben. Qualitätssicherungsrichtlinie Dialyse ist ja etwas Altes. Das gibt es seit dem Jahr 2006, damals wurde das eingeführt und war damals im Bereich der Nierenersatztherapie, also bei uns Nephrologen und Nierenfachärzten, eines der ersten Verfahren zur Qualitätssicherung überhaupt in der Medizin in Deutschland. Das bedeutet auch, dass Sie jetzt mit mir, mit jemandem reden, der da 15 Jahre Erfahrung hat, weil 2006 und 2021 sind 15 Jahre. Und die Qualitätssicherungsrichtlinie Dialyse war jetzt auch nicht unbedingt etwas, was bei den Anwendern erstmal für Begeisterung gesorgt hat. Auch das musste sich einspielen. Das ist damals aber relativ schnell geglückt. Es waren überschaubare Parameter, die abgefragt wurden. Jetzt sind wir ungefähr so im Jahr 2014, 2015. Damals haben wir dann diese 2016 war es schon. Damals haben wir die Kriterien erarbeitet für die sektorübergreifende QS bei dem AGFA-Institut in Göttingen damals noch angesiedelt. Und das war eine Gruppe von Ärzten, also Nephrologen, aber auch Vertretern der Stände, Kostenträgervertreter waren dabei. Es waren Vertreter der Patientenverbünde dabei. Es waren Vertreter der wissenschaftlichen Gesellschaft dabei. Alles, wie gesagt, damals angeleitet vom AGFA-Institut. Beauftragt eben vom GBA. Und damals haben wir versucht, vernünftige Kriterien zu entwickeln. Es waren 4 Termine damals über ein Jahr verteilt in Göttingen. Wir haben heftig miteinander diskutiert, auch gestritten. Aber wir sind letztlich auf Parameter gekommen, die wir als einigermaßen vernünftig empfanden. Und dann hat es aber sehr, sehr lange gedauert. Wir haben nicht genau verstanden, warum. Meine persönliche Interpretation ist, dass das IQ-TIC mit sehr vielen anderen Aufgaben zu dem Zeitpunkt schlichtweg überfordert war. Das heißt, sie haben einen ganzen Korb von Aufgaben bekommen vom GBA und hatten vielleicht nicht die Manpower, alles in der Zeit umzusetzen. Irgendwann im Jahr 2019 war klar, 1.1.20 wird es sein. Und dann hat man im Jahr 2019 gesehen, weder die Krankenhäuser sind vorbereitet, noch haben wir sowohl für die Ambulanten als auch für die stationär tätigen Nephrologen
die Spezifikation, damit man es wirklich anwenden kann. Und da haben wir wiederholt darauf hingewiesen. Und dann war ziemlich bald erkennbar, also die Spezifikation, das haut noch nicht hin. Zum einen, die ist noch nicht gut genug, da sind einfach Fehler drin, die es in der Umsetzung so nicht möglich machen werden. Und es wird sehr, sehr aufwendig werden. Und das ist natürlich ein fundamentaler Kritikpunkt unsererseits, dass wir feststellen müssen, hey, ihr schmeißt uns eine Aufgabe vor die Füße und wir können sie noch gar nicht lösen. Ich kann das nicht erkennen. Also aus der Kuh ist nett gar nicht. Aus der Qualitätssicherung ziehen wir Dialyse, die funktionierte, wo man ja auch Daten rückgespiegelt bekommen hat, wo wir Jahresberichte erstellt haben, Quartalsberichte erstellt haben, die man einsehen konnte. Da konnte man aus den Pflichtparametern beziehungsweise auch aus dem erweiterten Benchmarking durchaus gewisse Rückschlüsse ziehen. Also zum Beispiel konnte man dann schon mal kritisch hinterfragen, da war ja auch schon die prozentuale Anteil von getunnelten Kathedern abgefragt. Und es hätte mir dann auch ein Stirnrunzeln auf den Kopf gebracht, wenn ich sehe, jetzt sind wir da auf einmal bei 30%. Warum sind wir so viel höher als andere? Dann geht man nochmal kritischer durch, um zu gucken, ist nicht doch der ein oder andere Patient noch mit einem Dialyse-Shunt versorgbar? Haben wir da wirklich operativ alles ausgereizt? Aber bei der QSNet sind wir davon, einen Vorteil für die Patienten ableiten zu können, noch ganz weit entfernt, weil es ja noch überhaupt nicht funktioniert. Wir haben ja auch noch nichts zurückgespiegelt bekommen. Auf dem Weg dorthin würde ich mir wünschen, dass Fachspezialisten viel mehr eingebunden werden, bevor uns etwas als Paket hingelegt wird. Das ist definitiv versäumt worden. Es gibt genug Menschen in meiner Fachgesellschaft mit wirklich Fachkompetenz und wir haben uns auch regelhaft angeboten. Wir haben uns nie verweigert und wir sind bei dieser Weiterentwicklung schlichtweg nicht mit ins Boot genommen worden. Das halte ich für einen groben handwerklichen Fehler. Dann halte ich es für einen groben handwerklichen Fehler, dass man so etwas Komplexes, was so viel Compliance und Arbeit von den Anwendern verlangt, nicht in einer Pilotphase testet an ein paar Zentren, damit man lernt, okay, da haben wir jetzt ein paar wirklich gute Zentren, die wenden das an, sehen, okay, im Vorfeld haben wir auch nicht gesehen, was alles noch klemmt, aber das sollte man erstmal beheben, bevor das breit ausgerollt wird. Weil der Effekt jetzt ist, dass die Anwender wirklich unzufrieden und frustriert sind.